an mich wenden. So, ich hoffe, die Technik klappt gut. Wir haben hier bereits drei zentrale Begriffe: Stehen, Epos, Logos und Mythos. Nach diesen drei Begriffen gliedern die Griechen ihre Vorstellungen von dem, was das erzählte Wort kann. Epos ist einfach das Wort, das Gesprochene oder das Geschriebene, das, was sozusagen in Sprache und Grammatik gefasst ist oder die Fähigkeit des Menschen überhaupt, sich über Sprache auszudrücken. Es könnte ja auch hier oben, ich komme nachher ohnehin nochmal darauf zu sprechen, jemand stehen, der Pantomime macht. Das wäre vielleicht nicht ganz so verständlich, jedenfalls nicht bei unserem jetzt differenzierten Thema. Es könnte aber auch ganz interessant sein. Und ein Pantomime könnte unter Umständen sehr viel über die menschliche Psyche darstellen. Er könnte sozusagen im Slapstick Geschichten abbilden. Wir würden vielleicht auch verstehen, wovon er spricht. Wir würden vielleicht verstehen, dass er von der Liebe spricht oder vom Hass oder von was auch immer. Andererseits sind wir natürlich die doch differenziertere, wenn auch kognitivere Variante des Wortes in Sätzen und Grammatik gewöhnt. Wenn wir heute von einem Epos sprechen, dann meinen wir immer ein riesiges geschriebenes Werk, das von einem Schriftsteller gestaltet wurde. Bei den Griechen wäre es einfach die Fähigkeit des Menschen, in Wort und Sprache sich auszudrücken. Das ist vor allen Dingen zu Beginn der Kulturen, wenn wir auf die schriftliche Fixierung ausgehen, gar nicht so selbstverständlich, wenn nicht die Griechen um 800 vor Christus eine Schrift entwickelt hätten. Sogar noch eine relativ einfache Schrift, die hinter dem Komplexen, was die Ägypter und Sumerer schon hatten, zurückgeblieben ist. Aber trotzdem, es war eine Schrift. Und wenn jemand namens Homer, den es wahrscheinlich gab, oder jedenfalls eine Gruppe von solchen Leuten, nicht angefangen hätte, niederzuschreiben und aufzuschreiben, in Vers- und Gedichtform, wahrscheinlich wurde das damals auch noch gesungen, wie bei uns im Mittelalter ja auch, denn Homer wird hier immer der blinde Sänger genannt. Ob er blind war, ist auch umstritten, aber nehmen wir es mal an. Und vermutlich wurde zur Laute diese Verse der griechischen Mythologie gesprochen. Die einfachsten Texte, wenn Sie das selber mal ausprobieren wollen, sind die Ilias und die Odyssee. Die heißen ja auch Gesänge, erster Gesang bis zwölfter Gesang. Nicht? Das ist immer schön eingeteilt. Natürlich in der deutschen Übersetzung klingen die nicht mehr ganz so toll. Allerdings, wenn ein guter Schauspieler, wie in München etwa, letztes Jahr in den Kammerspielen das spricht, oder in der Glyptothek, wo im Sommer immer Open-Air-Veranstaltungen in München sind, wenn da ein guter Schauspieler das gut spricht, ist es trotzdem sehr beeindruckend, nicht? Diese Verse. Wir sind allerdings gewohnt, die schriftlichen Zusammenfassungen, nicht? Als Fließtext sozusagen. Es ist immer außerordentlich bedauerlich, dass die Kelten und die Germanen nicht zu einer schriftlichen Tradition gefunden haben. Deshalb wissen wir unglaublich wenig von ihren Traditionen. Wir wissen viel mehr über die alten Sumerer, obwohl deren Kultur ja 3500 bis etwa 2000 vor Christus war, also doch ziemlich lang zurückliegt. Wir haben aber an die 20.000 Tontäfelchen gefunden, nicht? Die wunderbar erhalten sind unter dem Sand, die wir heute übersetzen können. Und dann wissen wir bis ins Detail über die Lebensgewohnheiten, über den Mythos, über die Gedankenwelt dieser Menschen Bescheid. Bei unseren eigenen Vorfahren aus unserem Raum hier, nicht den Kelten und den Germanen, wenn es nicht die isländischen Bischöfe Sturlason gegeben hätte im 13. Jahrhundert erst nach Christus, dann hätten wir ganz, ganz wenig Kenntnis von dem, was sie bewegt und beschäftigt hat, in welchen Bildern und Mythen sie sich ausgedrückt haben. Also von daher ist der Epos, das Niederschreiben und das Tradieren schon ganz außerordentlich wichtig. Logos ist die Fähigkeit in uns, die einen Gedanken erschaffen kann oder eine Idee, die ein Modell schaffen kann, um über etwas zu sprechen. Zum Beispiel werden wir hier jetzt mit verschiedenen Modellen zu tun haben. Wie entsteht ein Mythos? Was bedeutet ein Mythos? Was bringt uns der Mythos in der Psychotherapie oder im Alltag? Das sind dann Gedanken, die wir zum Ausdruck bringen. Diese Gedanken müssen wir in Modelle bringen. Das griechische Modell ist immer, das kommt von den Göttern und aus dem Olymp. Unser heutiges Standardmodell wäre, es kommt aus unserem eigenen Unbewussten, vor allen Dingen aus dem kollektiven Unbewussten, aus dem archetypischen Unbewussten.
Im Grunde sind das zwei Modelle, die das Gleiche sagen, und man könnte jetzt wählen, welches einem besser gefällt. Das modernere, wissenschaftlichere Modell ist natürlich das von der Existenz eines Unbewussten, wie die Griechen oder diese Urvölker ja eigentlich nie formuliert haben. Das ist wirklich als Begriff das Unbewusste, nicht eine Idee, die in der Aufklärung aufgekommen ist und eigentlich erst in der europäischen Tradition steht und eigentlich erst mit der tiefen Psychologie, mit Freud und Jung Einzug in unser Denken genommen hat, also eigentlich erst vor 100 Jahren. Und es ist doch von daher erstaunlich, wie weit sich dieses Konzept verbreitet hat, dass etwas unbewusst sein kann, kann man heute sogar schon in der Bildzeitung lesen, nicht? Also wenn es um menschliche Zusammenhänge geht. Logos ist also die Fähigkeit, ein Modell zu bilden, in dem ich eine Erfahrung zum Ausdruck bringen will und dann ein komplexes Modell vielleicht zu bilden, in dem viele Erfahrungen zueinander finden und ein geordnetes Ganzes bilden, was die Griechen dann Kosmos genannt hätten, das geordnete Ganze. Was ist dann Mythos? Zunächst mal denken wir dabei an Geschichten. Das ist ein psychologischer und philosophischer Zugang, den etwa der deutsche Philosoph Friedrich Schapp sehr schön auf den Punkt gebracht hat, in einem allerdings nicht einfach zu lesenden philosophischen Buch, mit einem aber bemerkenswerten Titel, In Geschichten verstrickt. Und er schildert darin, das ist eigentlich ein eher psychologischer als philosophischer Zugang zum Menschen, er schildert darin, wenn ich einem Menschen die einfache Aufgabe stelle, erzähl etwas von dir selbst. Was erzählt er dann? Wenn man genau hinhört und ihn lang genug reden lässt, er erzählt Geschichten. Er kann eigentlich gar nicht anders als Geschichten erzählen. Er könnte zunächst auch Dinge aufzählen und könnte sagen, ich habe zwei Autos. Allerdings wird uns das nicht viel über ihn sagen. Wenn wir dann sagen, erzähl was über dich selbst, dann wird er früher oder später anfangen, Geschichten zu erzählen, in denen er vielleicht die Hauptperson ist, in denen der handelt, in der er erfolgreich ist. Vielleicht zieht er es auch vor, Geschichten zu erzählen ganz andersrum, in denen er immer verfolgt wird, benachteiligt wird, nicht verstanden wird. Und wenn er eine halbe Stunde Geschichten über sich erzählt hat, kann es sein, dass wir eine ganze Menge über ihn wissen. Wenn wir dann vielleicht noch gezielte Fragen stellen, dann ist das bereits eine Anamnese oder ein Vorgespräch, was wir als Therapeuten ohnehin in der ersten Stunde machen. Das heißt, auch wenn ich in einer Therapiestunde die Aufforderung gebe, was führt Sie her? Dann erzählt jemand früher oder später die Geschichten, in die er verstrickt ist. Zum Beispiel sagt dann jemand, weil ich jetzt den dritten sadistischen Chef hintereinander habe. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das ohne mein Zutun geschehen ist, ist doch relativ gering. Einmal glaubt man ja noch, Pech haben kann jeder, aber ab dem dritten Mal ist es auffällig und man würde also jetzt wieder in unserem Modell nach unbewussten Gründen suchen, nach denen er sich den Chef aussucht, ohne es eben zu merken. Und er möchte gerne verstehen, warum das so ist. Das heißt, er möchte etwas von seinem Unbewussten verstehen. Wann muss ich Ihnen die Geschichte erzählen lassen? Erzählen Sie mal, wie war das mit Chef 1, Chef 2, Chef 3? Möglicherweise ist mir dann bereits vieles klarer, wenn ich dann vielleicht noch in der Anamnese nach der Herkunftsgeschichte mit Autoritätspersonen, mit dem Vater zum Beispiel frage, kann es sein, dass sich schon binnen einer Stunde in diesen Geschichten das Bild rundet. Wir sind also alle in Geschichten verstrickt, können eigentlich, wenn wir über uns sprechen, vor allen Dingen über unsere Seele, im Grunde nur diese Geschichten erzählen. Jung war der Erste in 30er Jahren, der gesagt hat, wenn ein Mensch eine Biografie von sich schreibt, dann schreibt er einen Mythos. Es könnte nämlich sein, wenn die gleiche Biografie sein Bruder schreibt, dass sie sie nicht wiedererkennen. Es sei denn, es steht derselbe Name vorne drauf, weil der möglicherweise einen völlig anderen Blickwinkel hat und weil wichtigste Dinge einfach nicht vorkommen, dafür andere, die der Schreiber wieder vergessen hat. Wobei ich betonen möchte, jeder von uns hat das Recht, einen Mythos zu haben und einen Mythos von sich zu erzählen. Es ist aber gar nicht schlecht, wenn man sich dessen bewusst ist, dass es ein Mythos ist. Ein Mythos beinhaltet immer Wahrheit. Er kann aber nicht als Geschichte sozusagen einen Anspruch erheben auf eine endgültige Wahrheit. Denn man könnte mehrere Mythen erzählen, etwa ich einen über mich und meine besten Freunde um mich herum.
Man müsste vielleicht tatsächlich alle Mythen hören oder lesen, um zu sehen, ja, was würde man dann sehen? Da würde man sehen, in welchem Umkreis von Geschichten ich lebe oder eben mit Wilhelm Schapp, in welche Geschichten ich verstrickt bin. Damit würde man aber sehr viel wissen, und zwar nicht nur über mein Bewusstsein, sondern auch über mein Unbewusstes. Bestimmte Mythen würde ich vielleicht sogar zurückweisen, ablehnen, für falsch halten, bekämpfen, wie auch immer. Sind aber trotzdem vielleicht Mythen, die eben zum Beispiel meinen Schatten, wie Jung das formuliert hat, darstellen, der mir dann nicht so angenehm ist, aber ja trotzdem zu mir gehört. Das ist auch der Grund, wenn man Mythologie liest, vor allen Dingen, die beste Mythologie, das ist Karl Kerini, steht ganz oben auf ihrer Literaturliste, Mythologie der Griechen. Das ist etwas mühsam zu lesen, weil er einen präzisen wissenschaftlichen Vorgehensweise hat, und die besteht darin, dass er alle Varianten von Geschichten erzählt, die die Griechen niedergeschrieben haben, und es gibt zu praktisch jedem Heros mindestens 5 Varianten, die in unterschiedlichen, Kerenis dann darstellt, in unterschiedlichen Landschaften erzählt werden oder eben von unterschiedlichen Traditionen kommen, von Apollodoris oder von Homer oder von Euripides oder von wem auch immer. Das ist zum Beispiel, wenn man jetzt die Gebrüder Schreiber liest, griechische Sagen und Mythen, die glätten das. Die suchen sich den Hauptstrom raus und erzählen den durch, und das ist einfacher zum Lesen, ist auch legitim, dann erfährt man halt nur eine Variante der Geschichte. Hauptsache man kennt sie mal. Es ist vielleicht leichter dann Kerini zu lesen, wenn man schon eine Variante der Geschichte kennt. Dann kann man anderen besser einordnen, nicht im Umkreis. Die Griechen werden davon ausgegangen, in diesen Mythen von den Göttern, es gibt also Göttermythologie und Heldenmythologie. Heldenmythologie handelt eben von den Menschen. Fangen wir mal mit der Göttermythologie an, die ist eigentlich immer zentraler. Dann würden die Griechen sagen, wir sprechen von ewigen Gestalten des Seins. Und sie würden davon ausgehen, dass es diese Götter gibt, als Personen, nicht unbedingt in materieller Gestalt, wie wir Menschen gewöhnt sind, dass wir existieren, aber als Gestalten des Seins, die in Erscheinung treten können. Wie treten sie in Erscheinung? Im griechischen Mythos kann es sein, dass sie als Figuren und Personen auftreten und materiell sichtbar sind. Zeus hat die unterschiedlichsten und trickreichsten Varianten, wenn er wieder mal auf der Jagd nach Seitensprüngen ist, nicht? Er kann sich also in einen Schwan, in einen Stier, in einen Eber, oder er kann sich in Amphitryon verkleiden, wenn er dessen Braut vor der Hochzeit nach Heim sucht, um noch vorher mit ihr zu schlafen. Keine dieser Gestalten ist aber natürlich für ihn endgültig, sondern das sind Einkleidungen, die er annehmen kann. Die eigentliche Erscheinungsform ist, dass die Götter die Geschichten auslösen, in die die Menschen verstrickt sind, und auch Mitauslöser der Geschichten sind, in die sie selber verstrickt sind. Psychologisch ist der Vorgang, dazu passt unser Thema der Woche, Liebe, sehr gut so, dass Menschen erleben, hoffentlich erleben, aber eigentlich erleben es fast alle, wenn nicht schon sehr früh sehr komplexe Abwehrformen stattfinden. Menschen erleben, dass sie sich verlieben. Und sie erleben, dass sie sich plötzlich verlieben, dass sie sich heftig verlieben. Und sie erleben vielleicht auch, dass das nicht immer angenehm ist. Möglicherweise kann man sich dort nicht verlieben, wo es vernünftig wäre, und verliebt sich ausgerechnet dort, wo es absolut unvernünftig ist. Für den Menschen ist naheliegend, vor allen Dingen für den frühen Menschen, für den antiken Menschen, das nach außen zu projizieren, denn sonst bräuchte man den Begriff des Unbewussten. Wenn ich mir an der Stelle erkläre, warum habe ich mich jetzt leidenschaftlich verliebt, unglücklicherweise, denken wir jetzt an die Helena von Sparta, nicht? Ist die verheiratet. Bleibe ich ganz kurz bei dieser Geschichte. Was das Trickreiche, was die Götter immer machen. Die Aphrodite verspricht ja dem Paris, wenn er ihr den Apfel gibt, nicht, und sie den Wettstreit der Schönheit gegen die Hera gegen die, na, wie ist die dritte? Bitte? Athene. Athene, danke. Gewinnt. Und sie formuliert das trickreich. Dann bekommt er ein Weib, das ihr gleicht. Das leuchtet dem Paris ein. Sie sagt ihm aber nicht, in welche Geschichte sie ihn verstricken will.
Stellen wir uns vor, die Aphrodite hätte Folgendes gesagt: Lieber Paris, wenn du mir den goldenen Apfel gibst, dann verliebst du dich in die Helena von Sparta und sie sich in dich. Und die ist verheiratet mit dem Menelaos, dem schrecklichen Spartaner, dessen Bruder der Agamemnon ist, der Heerführer Griechenlands ist und noch viel furchtbarer. Dann hätte sich der Paris gesagt, das überlege ich mir nochmal. Es ist zwar verführerisch zugegeben, nicht, aber bei den Weiterungen und Folgerungen nehme ich vielleicht doch die Hera, nicht das Berechenbare irgendwie. Oder eben die Athene, meinetwegen. Er hat sich also nach der Lust gerichtet, aber eben der Kontext der Geschichte stellt sich ja erst hinterher heraus. Das geht uns Menschen natürlich manchmal genauso. Wir sehen einen Zusammenhang und sagen also, was weiß ich, das Auto kaufe ich oder den Job, den Beruf nehme ich an. Und erst nach 2 Jahren im Rückblick wissen wir, in was wir uns verstrickt haben. Wer da nebenan wohnt und wie der Chef ist und wie Beziehungen zu den Konkurrenzfirmen sind. Wenn wir dann nochmal gefragt würden, würden wir sagen, also jetzt überlege ich es mir. Manchmal erfährt man Geschichten aber nur dadurch, dass man sich verstrickt. Das heißt, man hat eigentlich keine Chance. Man muss hineingehen und in der Geschichte leben. Dann weiß man irgendwann, wie sie funktioniert. Oder kennt jedenfalls ihre Verstrickung. Oder spürt jedenfalls nicht die Verstrickung, in die man sich begeben hat. Wenn man jetzt nicht den Begriff des Unbewussten hat, dann muss man das nach außen projizieren und muss sich fragen, welche Mächte machen das? Könnte es sein, das wäre jetzt bereits eine Geschichte, die man der Aphrodite zuschreiben könnte, könnte es sein, dass ich die gekränkt habe und aus Rache lässt sie mich jetzt in jemanden verlieben, wo keine Chance auf Erfüllung besteht und nur Qual daraus resultiert. In dem Fall habe ich Punkt 1, jemanden, der schuld ist, und Punkt 2, jemanden, den man auch beschwören könnte. Nicht? Ich könnte dann in den Tempel der Aphrodite gehen und Wiedergutmachung leisten. Das ist ein wichtiger Punkt, auf den wir nachher noch zu sprechen kommen. Und wenn diese Dinge immer wieder vorkommen, alle Menschen verlieben sich, wahrscheinlich mindestens einmal im Leben, vielleicht auch mehrfach. Manchmal scheint Aphrodite gnädig zu sein, dann läuft das geradlinig längere Zeit durch. Und manchmal ist sie besonders zickig, nicht? Und man kann erst im dritten Anlauf vielleicht nicht positiven Verstrickungen erleben. Es ist schwer für den Menschen, das an sich selbst festzumachen und dem eigenen Unbewussten. Das bedarf eines hohen Aufklärungsgrades und eines sehr psychologischen Menschenbildes, das ja eigentlich, man kann sagen, vor 1900 so nicht existiert hat. Das ist wirklich eine neueste Findung, nicht im Abendland so hoch psychologisch zu denken, wie wir es tun und die Modelle dafür zu haben. Also projiziere ich das auf Gestalten außerhalb. Es gibt ewige Gestalten, die ewige Gestalt Liebe oder, wie es Herr Kernberg heute formuliert hat, in meinen Worten jetzt die ewige Gestalt Hass oder die ewige Gestalt Kampf. Das heißt Dinge, die immer wieder auftreten und die den Menschen immer wieder erfassen, in eine Geschichte verstricken und ihnen dann Nutzen oder Schaden beibringen, je nachdem. Die Menschen destillieren jetzt, so könnte man es mit Walter Otto sagen, einer der großen Philosophen, die über die griechische Mythologie gearbeitet haben, die Menschen destillieren jetzt heraus, was sind die Gleichartigkeiten, die immer passieren. Punkt 1, die verlieben sich immer, aber ganz unterschiedlich, von glücklich bis todunglücklich. Das ist eine Gestalt. Das ist eine Weise des Seins oder des Verstricktseins, die aufscheint. Und die machen wir an einer ewigen Gestalt, einem Gott fest, der mindestens seit Anbeginn der Menschheit am Wirken ist. Könnte auch schon vorher da gewesen sein, da müssten wir aber nichts davon. Für uns würde es reichen, wenn er mit Beginn der menschlichen Bewusstwerdung in der Jungsteinzeit aufgetaucht wäre. Und wir kennen auch die anderen Götter. Wenn man die griechische Göttermythologie liest, liest man also über Formen der Verstrickung, in die der Mensch geraten kann und die immer wieder mit einer gewissen Macht auftauchen und die ihm so erscheinen, dass er sie nur begrenzt steuern kann und als ob sie von außen kommen. Das ist Machtlogik zu sagen, das kommt von außen und das kommt von einem Gott. Denn die Feststellung, dass es mit mir und meiner Geschichte zu tun haben könnte, ist viel schwieriger. Vor allen Dingen hat sie viel schlimmere Konsequenzen. Dann müsste ich mich um Aufklärung bemühen, dann müsste ich in mich gehen, dann müsste ich vielleicht Therapie in Anspruch nehmen, wie auch immer.
Im anderen Fall würde es reichen, in den Tempel zu gehen und den Göttern zu opfern. Jedenfalls in der zum Beispiel Darstellung der damaligen Griechen. Nehmen wir noch ein Beispiel aus der Tiefenpsychologie. Als Freud angefangen hat, um 1890 herum, mit Patienten zu arbeiten, mit seinem neu entwickelten psychoanalytischen, aufdeckenden Verfahren in Wien, in der Berggasse, die man heute noch besichtigen kann, Freuds alte Praxis, hatte er ja zu 3/4 Patientinnen mit hysterischen Symptomen, mit hysterischen Lähmungen, hysterischen Erblindungen, hysterischen Ertaubungen, hysterischen Lähmungen, den Arm nicht bewegen können, nicht mehr laufen können, waren eigentlich im Vordergrund. Und er hat nun Analysen gemacht, um herauszufinden, was ist der Hintergrund. Also meinetwegen beim ersten Fall der berühmten Elisabeth von R., die 1892 zu Freud kam, mit Lähmungen in den Oberschenkeln, zeitweise im Rollstuhl saß, Schmerzen hatte, stellte sich eben heraus eine sehr schmerzhafte Fixierung an ihren Vater, eine sogenannte Vatertochter, wie der Terminus von der Anna Freud dann lautete später, die im Prinzip unbewusst innerlich mit dem Vater verheiratet war und er mit ihr, auch wenn ganz offenbar nie irgendeine Form von manifesten sexuellen Missbrauch vorgekommen wäre. Und irgendwann musste die Elisabeth erleben, der Vater starb, was natürlich ein ganz großer Einschnitt war, und die Schwestern heirateten. Und sie war irgendwie, sie die Prinzessin, die immer bevorzugt war, plötzlich kippte die Szene, nicht? Bisher war sie von den 3 Töchtern immer die Schönste, die Bevorzugte, die vom Vater am geliebtesten, nicht? Betrachtete. Der sagte immer, die Schönste, die Intelligenteste und förderte sie. Sie schien auf der Sonnenseite des Lebens zu sein, bis zu dem Punkt, wo sie erwachsen war. Und dann merkte sie, die erste Schwester heiratet, die zweite Schwester heiratet, die findet sogar einen ausgesprochen netten Mann, nicht? Und ist glücklich. Und ich habe Schuldgefühle, wenn ich eigentlich nur an Männer denke. Oder entwickle Symptome. Plötzlich muss ich feststellen, nicht? Ich stecke in einer Sackgasse und die unter ferner Liefen kommenden Schwestern haben irgendwie richtige Lebensentscheidungen fällen können. Da macht sie natürlich den entscheidenden Fehler und verliebt sich in den Schwager. Nicht? So nach dem Motto, wenn schon die mittlere Schwester mit dem glücklich ist, dann kann ich ja vielleicht auch noch. Nicht? Und das natürlich ist erst recht dann das Problem, dass sie dann in der als hysterische Neurose somatisiert und in Schmerzen ausdrückt und in Lähmungszuständen. Sie kennen vielleicht den Fall, sonst können Sie ihn nachlesen, Gesammelte Werke Band 1, Studien zu Hysterie, hat Freud noch zusammen mit Breuer damals geschrieben. Eine sehr schöne Darstellung, nicht? Dieser Freud hat gesagt, es war die erste Analyse, nicht, die er gemacht hat. Freud in seinen Analysen stieß also immer wieder auf ganz bestimmte typische Verstrickungen. Und als er darüber nachdachte, was für Verstrickungen sind das eigentlich, was für einen Namen könnte man denen geben, dann fiel ihm ein der Ödipus-Mythos, nicht? Ödipus Rex von Sophokles. Dass das so war, hat natürlich einen Hintergrund, dass nämlich damals alle Ärzte oder überhaupt jeder, der studiert hatte, vorher das Abitur gemacht hatte, die Reifeprüfung, es gab zur damaligen Zeit nur die humanistischen Gymnasien. Man musste damals Griechisch und Lateinisch lernen und die konnten alle die Mythologie. Was heute nicht mehr vorauszusetzen ist, ich war auch auf einem naturwissenschaftlichen Gymnasium und habe das dann hinterher erst gelernt. Ne? Und bedauere manchmal bei bestimmten griechischen, lateinischen Ausdrücken, dass ich da nicht dann Altphilologe bin, aber man kann nicht alles machen. Das kam sicherlich den Ärzten wie Freud, dann auch Jung, auch Adler zugute, dass sie diese humanistische Bildung hatten, dass sie die Mythen alle kannten. Und es fiel ihm auf, dieser Mythos, ne? Ödipus Rex, Sophokles, 525 vor Christus geschrieben, inzwischen eines der meist aufgeführten Theatergeschichte in der Theaterstücke in der Theatergeschichte der Menschheit überhaupt, dass die Verstrickung immer wieder so aussieht wie die Verstrickung des Ödipus. Da will ich jetzt nicht näher eingehen, das kennen Sie ja im Grunde. Es gab auch andere Ideen. Zum Beispiel
Schülern von Freuds fiel auf, dass es einen Typus von Männern gab. Man nennt das dann heute Herakles-Mythos. Die geraten immer wieder in Geschichten von Gewalt und Unterdrückung und meinen dann, einen energischen Freiheitskampf führen zu müssen, nicht? Der in einer gewalttätigen Beseitigung des Chefs zum Beispiel nicht münden kann oder überhaupt in einer gewalttätigen Bereinigung von Problemen und Konflikten. Das nennt man nämlich eigentlich Herakles-Komplex. Wenn Sie die Herakles-Geschichte lesen, er hat 12 Aufgaben, alle 12 löst er unisono auf eine sehr einfache Weise. Er nimmt eine riesige Keule, haut zu und das Untier ist tot. Das ist der kürzeste Nenner, den auch Hollywood übernommen hat, nicht? Und den man im Kino auch gut darstellen kann. Das jugendliche Publikum ist begeistert, vor allem, wenn man das noch mit Explosionen und Ähnlichem garniert. Toll finden kann man das allerdings nur, um das an der Stelle dazu zu sagen, wenn man den Mythos nicht zu Ende liest. Nicht? Erstens, oder wenn man ihn überhaupt nur das Mittelstück liest. Am Anfang ist nämlich, was Herakles nicht leben darf und von Hera verfolgt wird, nicht und schon in der Wiege umgebracht werden soll. Also wir würden das heute eine schwere Frühstörung nennen, damit eine entsprechende Labilität der Charakterstruktur. Und am Ende gibt es eine ganz traurige Geschichte, nicht, in der er von seiner eigenen eifersüchtigen Ehefrau, deren Eifersucht er allerdings selber auch mit allen Möglichkeiten herausgefordert hat, in verschiedenen Verstrickungen, nicht trickreich, ein goldenes Gewand anzieht, das mit einem Gift getränkt ist und sich in seine Haut einbrennt und er unter unerträglichen Schmerzen leidet und dann einen Freund bitten muss, den Scheiterhaufen anzuzünden, auf dem er liegt, damit er erlöst wird. Immerhin im Augenblick, wenn sein Rauch aufsteigt, kommt Zeus, erinnert sich, ach, mein Sohn, und holt ihn in den Olymp. Ja? Das ist der Punkt, wenn wir da heute gescheiterte Triangulierung nennen würden, hätte sich auch währenddessen kümmern können. Das hat er aber nicht getan. Er hat sich am Anfang gekümmert, er hat ihn ja gezeugt, nicht? Und hat er sich am Ende gekümmert und in den Olymp aufgenommen. Wenn man das Ende bedenkt, das kann man dann für Kinder gar nicht umsetzen, nicht? Das ist eine sehr schwierige Erwachsenengeschichte. Und Hollywood hat ja die Schubse gehabt, muss man schon sagen, vor ein paar Jahren, das tatsächlich als Zeichentrick zu verfilmen. Und da war Herakles bereits das eheliche Kind von Zeus und Hera. Nicht? Also das ist wirklich nun die dümmste Verfälschung, die man sich einfallen lassen kann. Die nimmt den Kern der Geschichte weg, was nämlich, was den Herakles eigentlich antreibt. Und dann stellt man nur die Helden dar und die Taten dar und dann macht man Schluss. Also man lässt den Anfang weg, den Schluss weg und bringt nur das Mittelteil. Das kann man bei vielen Geschichten machen, dann kriegt man die Verstrickung nicht mit, aber dafür ist die Geschichte besser. Oder jedenfalls, man kann sie auch Sechsjährigen zumuten und darum ging es ja da wohl. Für einen mythologiebegeisterten Menschen wie mich dreht sich da natürlich der Magen um. Das ist eine Vergewaltigung des Mythos. Aber Geschichten, in die Menschen verstrickt sind, können tatsächlich so sein, dass sie nicht jugendfrei sind. Und zwar nicht nur, bei Herakles kommt ja nun nicht unbedingt die Sexualität an erster Stelle, sondern eben diese Denkfigur. Und die finden wir dann leider Gottes auch bei uns Erwachsenen und zum Beispiel in der Politik wieder. Wir identifizieren einen Feind und dann überlegen wir uns, wie räumen wir den Feind aus dem Wege und dann ist das Problem gelöst. Meistens sind die Probleme dann überhaupt nicht gelöst, sondern fangen wieder von vorne an mit anderen Feinden. Die vielleicht sogar aus diesen Gewalttaten entstanden sind. Was man am Herakles-Mythos lernen könnte, ist, dass sich Konflikte selten mit Gewalt lösen lassen. Das sind also Scheinsiege im Grunde genommen. Herakles erreicht auch nichts mit diesen Siegen, weil er nicht geradlinig oder man könnte auch sagen intelligent genug ist. Zum Schluss zerrinnt doch wieder alles ins Nichts und das, was er eigentlich anstrebt, König über eine Stadt zu sein und zu herrschen, erreicht er nie bis zum Lebensende. Man könnte fragen, warum nicht? Was fehlt ihm? Was man sofort sagen könnte, ist die Einseitigkeit seiner Lösungsversuche. Außer stärker zu sein und Gewalt anzuwenden, hat er eigentlich kein Lösungsmittel, ne, für Konflikte. Und das ist einfach zu wenig. Das geht vielleicht noch am Schulhof ein paar Jahre lang gut. Ne? Müsste aber spätestens in der mittleren oder späteren Phase der Adoleszenz zum Ende kommen und reiferen Formen der Konfliktbewältigung weichen. Aber es gibt einen Herakles-Komplex und das wäre eben genau die Denkform, wenn irgendwelche Konflikte da sind. Wann kommt der starke Mann und räumt auf? Na? Schlimmstenfalls kommt er dann wirklich.
und räumt wirklich auf. Und es realisiert sich der Herakles-Mythos. Zum Schluss rundherum nur Zerstörungen. Und von Lösungen kann man eigentlich höchstens in der Mittelphase sprechen, wenn man die Folgen nicht berücksichtigt. Nehmen wir noch einen dritten Zugang. Der kann vielleicht sogar erklären, wie Legenden und Sagen entstehen, die ja einfacher gestrickt sind als eine komplexe Mythologie. Folgender Fall. In einer Supervisionsgruppe in München taucht eine Kollegin auf, die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie macht. Etwas aufgelöst und sagt, also ich habe heute wirklich was Schlimmes erlebt, muss ich jetzt gleich als erstes erzählen. Da habe ich einen 8-jährigen Jungen, der war heute zum ersten Mal in einer Sitzung und ich habe ihm eine einfache Aufgabe gestellt, male deine Familie als Tiere. Kinder, vor allen Dingen in dem Alter, malen im Allgemeinen sehr, sehr gern, was der Kunsttherapie sehr entgegenkommt, nicht? Da nimmt ein Blatt und er malt einen dicken, fetten Elefanten. Auf den Elefanten malt er auf den Schwanz einen Schmetterling und sagt dazu, das ist der Papa. Und vorne auf dem Kopf einen Vogel und sagt, das ist die Oma. Und sich selbst als kleinen Jungen obendrauf, das bin ich. Das ist die Ausgangslage der Therapie. Besser kann man das eigentlich nicht darstellen. Also man weiß, worum es geht. Der Junge kommt heim und die Mutter fragt ihn, na, was habt ihr denn in der Therapie gemacht? Und er erzählt von dem Bild und die Mutter geht zum Telefon, ruft die Therapeutin an und beendet die Therapie. Soll ich jetzt sagen, ich kann die Mutter verstehen? Eigentlich kann ich das. Die sieht nämlich auch, das ist die Ausgangslage und was kann jetzt in der Therapie eigentlich passieren? Nur eine Veränderung dieser Ausgangslage und zu welchem Ende? Ganz bestimmt nicht wird dieser Status quo, der mir offenbar nützlich ist, warum auch immer die Mutter denkt, dass sie so ein Elefant sein muss, ist eine andere Sache, aber offenbar will sie diesen Machtstatus behalten. Wenn sie vielleicht ahnen könnte, stelle ich mir ja vor, wie anstrengend das sein kann, immer Elefant sein zu müssen. Na? Wenn sie das eines Tages in einer eigenen Therapie spüren könnte, dann wäre sie vielleicht sehr froh, wenn sie es nicht mehr sein muss. Dann könnte sie die ganze Familie verändern. In der Familientherapie hätte man das vielleicht auch mehr auf den Punkt bringen können. Jetzt gehen wir aber mit dieser Geschichte weiter. Es ist klar, dieser Junge hat dieses Bild gemalt. Er sieht seine Mutter in der Gestalt eines Elefanten, der dominiert und quasi alles niederwalzt. Gibt diese overprotecting, dominanten Mütter. Sehen wir mal an, der Junge hat jetzt dieses Bild gezeichnet, hebt das auf und später schreibt er noch eine kleine Geschichte zu diesem Bild. Das sehen wir an, es gibt in dem Land, wo er lebt, meinetwegen hier in Bayern, es gibt dort noch sehr viel mehr Jungen in seinem Alter, die ebenfalls in Familien mit Müttern leben, die man durchaus treffenderweise als Elefanten zeichnen könnte. Dann würden diese Jungen, wenn man sie bittet, vielleicht eine ähnliche Zeichnung machen. Oder wenn sie die Zeichnung vom Elefanten sehen, wenn der Junge sie am Schulhof rumzeigt, wenn sie sagen, das könnte auf mich auch zutreffen. Damit kann ich mich identifizieren. Meine Mutter ist ganz genauso. Jetzt könnte es sein, dass sich so eine Geschichte durchsetzt. Mütter können Elefanten sein. Jetzt haben wir bereits ein prägnantes Bild, Elefant, und das beschreibt etwas von einer Familiendynamik. Wir verwandeln jetzt die reale leibliche Mutter sozusagen in einen Elefanten. Wenn es jetzt tatsächlich sehr viele Familien gibt, die nach diesem Modell funktionieren, oder jedenfalls zu einem erheblichen Teil nach diesem Modell funktionieren, dann finden die diese Geschichte logisch. Und wenn dieser Junge jetzt später mal als junger Mann meinetwegen diese Geschichte niederschreibt und veröffentlicht, dann kaufen die die und lesen die, sagen wir ruhig zunächst mal mit Vergnügen. Ha, genau wie bei mir. Man hat einen Wiedererkennungseffekt, vielleicht sogar einen gewissen Aufklärungseffekt. Und dann wird dieses Buch verkauft. Vorne mit der Zeichnung drauf. Und irgendwann, wenn das über Generationen hinweg meinetwegen so ginge, weil wir immer wieder mit
Familienzusammenhängen zu tun haben, in denen Mütter sozusagen wie Elefanten sich benehmen oder meinen, so herrschen zu müssen. Dann könnte ein Beobachter von außen kommen und könnte sagen, in dieser Region, da gibt es eine Legende, dass Mütter Elefanten sein können. Ja? Das kann man dann noch ein bisschen verfremden, indem man behauptet, irgendwann wäre mal ein Gott durch das Land gegangen und hätte eine Mutter in einen Elefanten verwandelt und seitdem, nicht? Also geht die da durch die Lande und herrscht. Worauf ich hinaus will, ist, wenn ein solches individuelles Bild nur für diese eine Familie zutrifft, dann kann es weder eine Legende noch eine Sage noch ein Mythos werden. Es ist eine Privatgeschichte. Wenn aber diese Privatgeschichte jetzt etwas trifft, was ganz viele andere Menschen auch wiedererkennen, die schauen das Bild an und lachen vielleicht, das tun wir oft bei einem Wiedererkennungseffekt und sagen, das kenne ich. Man könnte jetzt auch die Querverbindung machen, was ich aber unterlasse, zu Freuden seiner Theorie des Witzes. Warum lachen wir über einen Witz, wenn der eine Geschichte oder eine Erfahrung beinhaltet, die wir nicht kennen, nicht? Dann lachen wir nicht, weil wir uns nicht betroffen fühlen, weil wir uns nicht irgendwie hineingezogen fühlen. Was wäre also jetzt eine entwicklungspsychologisch, tiefenpsychologische Ableitung? Bei Freud und Jung zum Beispiel, sie sehen ihre Patienten verstrickt und hier hätten wir jetzt sogar ein Modell, wie entsteht jetzt etwa eine Geschichte? Ne? Oder warum kaufen die Menschen jetzt diese kleine Geschichte mit diesem Bild vorne drauf, das dieser junge Mann später, als er erwachsen ist, vielleicht geschrieben hat? Das tun ja Schriftsteller oft, dass sie mit 20, 30 Jahren Abstand irgendetwas schreiben, was ihre Familie betrifft oder besonders prägnante Geschichten mit Lehrern, ne? Oder ähnliches mehr. Und dann liest das jemand anderer und sagt, genau so war es bei mir auch. Und dann empfiehlt er das Buch weiter. Und dann kann diese Geschichte sich verbreiten. Und wenn das über längere Zeit so bleibt, nicht, dass das zum Standard einer Zusammenlebensweise in Familien gehört, dieses elefantenhafte Auftreten, und dann kann es die Geschichte typisch werden für einen bestimmten Landstrich oder für ein bestimmtes Volk. Also hier haben wir jetzt eine Ableitung unmittelbar aus einem entwicklungspsychologischen Kontext. Die griechische Mythologie, mit der wir uns jetzt näher beschäftigen, zeichnet sich dadurch aus, dass sie die komplexeste und umfangreichste ist, die tatsächlich je von Menschen geschaffen wurde. Jede Kultur, jede Hochkultur hat eine Mythologie. Aber nicht alle Mythologien sind so differenziert und haben diesen Umfang. Das ist einerseits für uns natürlich ein Glück, weil man tatsächlich davon ausgehen kann, dass wahrscheinlich das Seelenleben des Menschen mit all seinen möglichen Verstrickungen in der griechischen Mythologie sich fast vollständig abbildet. Ich möchte sogar behaupten, nicht, wenn man die verschiedensten Geschichten von Göttern und Menschen aus der griechischen Mythologie kennt, dass man fast alle Verstrickungsmöglichkeiten kennt, nicht in die Menschen hineingeraten können. Man müsste sie dann nur noch umformulieren und in den persönlichen Kontext hineinbringen. Es kommt auch in Therapien, wenn man damit arbeitet, immer wieder an den Punkt, wo einem selber so ein prägnantes Bild einfällt und man zum Beispiel den Herakles zitiert oder die Hera oder das Verhalten des Zeus oder was auch immer. Und selbst wenn ein Patient dann nicht viel davon versteht, kann es sein, dass er sagt, ja, dieses Bild ist absolut prägnant. Genau so geht es mir auch. Umgekehrt erzählen Patienten ja auch manchmal Szenen aus dem und dem Film. Kennen Sie den? Es ist immer schwierig, wenn der Therapeut ihn nicht kennt. Offenbar hat dieser Patient etwas gefunden in diesem Film, was absolut prägnant eine Verstrickung auf den Punkt bringt. Wenn man ihn noch nicht gesehen hat, müsste man ihn sich dann eigentlich anschauen, um irgendwie drauf zu kommen, was ist das, was diesen Menschen da so angesprochen hat? Was stellt dieser Film dar, wo er sich so erkannt fühlt? Wo er sagt, also ich kann das mit Worten überhaupt nicht besser sagen. Kürzlich lief dieser Film, der als erster in 3D lief. Wie hieß der jetzt? Genau, den hat sich ein Patient von mir 5-mal angeschaut. Na?
bin noch nicht dazu gekommen, ihn mir anzuschauen. Ich habe ihn aber immerhin schon mal. Ich habe mir aber dann von ihm sehr genau beschreiben lassen. Was ist das? Das konnte er am Anfang gar nicht. Er sagt, der ganze Film ist für mich, ich schaue atemlos von Anfang bis Ende zu und war jetzt 5-mal drin. Das gibt mir die Chance, über diesen Film etwas zu verstehen von diesem Menschen. Offenbar hat er Mühe, etwas in Worte zu fassen. Es ist etwas noch unbewusst, aber es projiziert sich in diese Bilder. Da erkennt er etwas wieder von sich. Und es wäre jetzt natürlich sehr wichtig, im therapeutischen Kontext nicht herauszufinden, das Angebot anzunehmen. Was ist das, was er da wiederfindet? Man könnte sogar eine Anamnesen, in gewissem Sinn Therapiemethode daraus machen. Wenn man viel Zeit hat und sehr direktiv vorgeht, kann man das machen, dass man einen Patienten bittet, schreiben Sie bitte auf, haben Sie als Kind ein Lieblingsmärchen gehabt? Haben Sie einen Lieblingsmythos? Haben Sie einen Lieblingsfilm? Haben Sie einen Lieblingsroman? Haben Sie ein Lieblingstheaterstück? Und schreiben Sie das alles mal bitte untereinander auf ein Blatt Papier. Und dann passen Sie gut auf dieses Blatt Papier auf. Möglicherweise, wenn jemand das in die Hände bekommt, weiß er auf einen Schlag die Kerngeschichten, in die sie verstrickt sind. Was für den Therapeuten natürlich gut wäre, man kann es ja dem Therapeuten dann geben, der kann das dann durcharbeiten. Aber es kann tatsächlich sogar zu einem Erschreckenseffekt, das bin ich, führen. Weil ich mich sehe, jetzt abgebildet in diese Geschichten, in die ich verstrickt bin. Zurück zu den Griechen. Warum haben wir da mit der größten Differenziertheit und dem größten Umfang an Mythologie zu tun, sodass man in Anspruch nehmen kann, daran bilden sich praktisch alle Konflikt- und Entwicklungsmöglichkeiten des Menschen ab? Weil diese Kultur da einen Schwerpunkt gesetzt hat, den andere Kulturen in diesem Punkt nicht gesetzt haben, sondern in anderen Bereichen. Das möchte ich gerne etwas darstellen mit der Theorie von Jean Gibson. Es gab ja nach dem Zweiten Weltkrieg zwei große Autoren, Jean Gibson und Erich Neumann, die versucht haben, die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs aufzuarbeiten und mit ihren Mitteln zu verstehen. Gibson mit den philosophischen Mitteln und Neumann mit den Mitteln als wesentlichster Schüler von C.G. Jung der tiefen Psychologie. Beide haben eine interessante Grundidee, nämlich die Evolution gewählt. Sie haben gefragt, das fällt ja nicht vom Himmel. Zwei Katastrophen wie der Erste und Zweite Weltkrieg. Wie haben sie sich also entwickelt? Ich will wissen, woher sie stammen. Wenn sie nicht vom Himmel fallen und nicht angeboren sind, dann müssen sie irgendwoher kommen. Wir müssen eine Entwicklungs- und Entstehungsgeschichte haben. Und beide sind zurückgegangen an den Anfang der abendländischen Kultur, mit der Vermutung, möglicherweise ist da bereits eine Weiche falsch gestellt worden, oder es sind im Laufe der Zeit viele Weichen gestellt worden, die dann eine solche Kulturkatastrophe möglich gemacht haben. Beide Bücher sind sehr lesenswert, Jean Gibson, das heißt Ursprung und Gegenwart, und Erich Neumann, Ursprungsgeschichte des Bewusstseins. Ich glaube, steht sogar auch auf der Literaturliste. Ich kürze jetzt die Theorie von Gibson etwas ab. Drei Begriffe, wieder hier, drei Phasen der Kulturentwicklung beschrieben. Eine magische Kulturphase, eine mythische und eine mentale. Wenn eine Kultur in der mythischen Phase den Schwerpunkt setzt, dann schafft sie diese differenzierte Mythologie. Wenn sie in der mentalen Phase einen Schwerpunkt setzt, dann wird sie eine wissenschaftliche Kultur wie unsere. Was ist in der magischen Phase? Gibson beschreibt unter anderem diese Phasen durch die Mittel, die eine Kultur oder ein Volk benutzt, um sich auszudrücken. Die magischen Kulturen, das sind eigentlich die Urkulturen, die Kulturen des Anfangs, die Stammeskulturen, die wir zum Teil heute noch in Afrika oder in Indonesien oder wo auch immer, Südamerika, vorfinden können. Das Hauptausdrucksmittel dieser Menschen ist A, die Musik. Sie trommeln, sie machen Rhythmen, sie singen und sie haben Bewegung, sie tanzen. Unter magisch versteht Gibson also, wenn ich meinen Körper, und zwar die Stimme und die Bewegungsfähigkeit meines Körpers, als Ausdrucksmittel primär benutze. Das heißt, dann bin ich wieder Pantomime, wie ich es vorhin bereits geschildert habe.
Oder ich führe einen rituellen Tanz auf. Oder ich mache rituelle Bewegungen. Jedenfalls, mein Ausdrucksmittel ist, den Körper zu bewegen und noch die Stimme zu bewegen. Aber jetzt nicht im Sinn des Epos, wo ich etwas erzähle, sondern im Sinn eines Gesangs. Oder vielleicht sogar auch ohne Stimme, nur im Sinne von Rhythmus. Darum ist am Anfang eben meistens die Trommel ein sehr beliebtes Instrument. Es ist also eine Körperorientiertheit, damit auch eine sehr starke Naturorientiertheit, mit der wir in den magischen Kulturen zu tun haben. Vor 2 Jahren habe ich hier in Lindau eine Kollegin getroffen, die aus den USA kam. Die nannte sich analytische Bewegungstherapeutin. Das war ganz interessant, sie hat erzählt, sie hat eine Standardaufgabe, die sie den Menschen stellt, zu Beginn einer Therapie. Sie stellt sie nämlich in eine Ecke des Raums und sagt, bitte gehen Sie quer durch den Raum zur anderen Ecke. Und dann schaut sie sich an, wie der sich bewegt. Jeder Mensch hat ein anderes Bewegungsmuster. Wir könnten das hier machen. Sie würden wahrscheinlich auch erschrecken oder lachen oder beides. Über diese sehr, sehr einfache, simple Aufgabe. Der eine schwebt, nicht? Oder eine Frau vielleicht schwebt wie eine Fee. Ein Mann geht wie ein Tanzbär. Hat sie dann alles sehr ausführlich beschrieben. Und sie sagt, es gibt kaum einen Menschen von Anfang an, der sich einfach nur ökonomisch von A nach B bewegt. Ja? Das ist also jetzt ihre Art zu arbeiten, den Menschen auf dieser Ebene des Ausdrucks abzuholen. Sie erzählt keine Geschichten, sie fragt nicht, in welche Geschichten sind sie verstrickt, sondern sie fragt, wie gehen sie von A nach B. Wahrscheinlich ist das ganz parallel, das ist nur eine andere Ebene. Und ich kann auch daran mit jemandem arbeiten, wie komme ich denn direkt von A nach B, ohne Kraft zu verschwenden, mich anzustrengen, die Muskeln zu verspannen und so weiter. Insofern gibt es eben auch Bewegungstherapie als sehr sinnvolle Variante. Und es gibt Menschen, die eben heute noch, ich komme gleich auf die Theorie, einen starken magischen Anteil, im Sinne gibt es in sich haben, die sprechen vielleicht auf eine Bewegungstherapie besser an als auf eine mythologische Therapie. Am Anfang also, wenn wir mal von der Kulturentwicklung ausgehen, ist die Körperbezogenheit, die Bewegungsbezogenheit und der Rhythmus, der Bezug zum Rhythmus im Vordergrund. Vielleicht noch ein kurzer ethnologischer Vermerk. Morgenthaler hat bei den Pygmäen in Afrika eben festgestellt, wenn die ein Beschwörungsritual machen, dann tun sie nicht das, was die Griechen gemacht hätten, in einen Tempel gehen und opfern, sondern sie zeichnen zum Beispiel eine Antilope in den Sand mit etwas Haaren und Blut und dann schießt der Chefjäger, nachdem er die ganze Gruppe um die Antilope lang genug herumgetanzt ist, zu verschiedenen Rhythmen, in verschiedenen Bewegungsformen, dann schießt der Chefjäger seinen Pfeil auf die Antilope, genau in ihr Herz. Und am nächsten Morgen ziehen sie los und sie sind vollkommen sicher. Der Jagdgott kann jetzt gar nicht anders. Falls er doch anders kann, dann ist wahrscheinlich der Zauberer vom Nachbardorf schuld, weil der hat einen Gegenzauber gemacht. Diese Ausflucht braucht man natürlich immer, wenn es nicht funktioniert. Ne? Aber wenn es wenig gäbe, dann hätte es funktioniert. Der Jagdgott kann jetzt nicht mehr anders, wenn er durch dieses Bewegungs- und Gesangesritual beschworen worden ist. Ne? Ich will jetzt nicht zu weit abschweifen, aber wenn man manchmal moderne Fußballanhänger sieht mit ihren speziellen Gesängen und Gesangestexten, dann hat man das Gefühl, dass die auch auf eine sehr archaische, magische Ebene zurückgreifen, damit ihre Mannschaft gewinnt. Wenn jetzt aber die anderen sangeskräftiger sind, dann verliert die Mannschaft. Das kann auch noch andere Gründe haben, aber okay. Irgendwann machen manche Kulturen einen Sprung. Nicht notwendigerweise. Eine Kultur könnte eine magische Kultur bleiben. Am Anfang ist immer die Körperzentriertheit, die Bewegungszentriertheit, die Rhythmuszentriertheit. Und wir könnten die über 5000 Jahre beibehalten haben. Das ist ganz sicher der Fall, wenn wir eben Kulturen vorfinden, meinetwegen im Dschungel von Südamerika, die noch keinen Kontakt groß mit der Außenwelt hatten, nicht mit unseren Kulturen. Die können noch ganz in dieser einfachen Ebene sein. Wer darüber lesen will, nicht die Christiane Kügler hat ja dieses wunderbare Buch geschrieben, Dschungelkind, wo sie berichtet, wie sie bei einem solchen, wir würden heute sagen, auf Steinzeitniveau lebenden Völkerstamm im, glaube ich, indonesischen Dschungel nicht aufgewachsen ist.
Was sie dort beschreibt, ist eigentlich eine magische Kultur. Die erzählen zwar auch Geschichten, aber das ist nicht wesentlich. Wenn die was Wesentliches ausdrücken wollen, dann tun sie es über den Körper und über körperliche Rituale und über Bewegungsrituale. Sie sind also eigentlich noch nicht in Geschichten verstrickt. Sie sind natürlich verstrickt, aber sie erzählen das nicht im Sinne eines Epos, sondern sie erzählen es eigentlich gar nicht. Sie drücken es in der Bewegung aus. Aber eine Kultur kann einen Sprung machen. Und dann fängt sie plötzlich an, nicht mehr von der Bewegung fasziniert zu sein, sondern vom Bild. Dann werden Bilder gemalt. Dann werden Götterstatuen gemeißelt. Und Götterbilder gemalt. Und dann werden Geschichten erzählt über diese Götter. Was die Götter machen. Es beginnt eigentlich das, was man heute auch in der Gedächtnisforschung episodisches Denken nennt. Es gibt jetzt eine Menge von Episoden und die zusammen kennzeichnen Zeus. Es gibt eine Menge von Episoden, das heißt von kleinen Geschichten, die Kerenie hier gesammelt hat, und die kennzeichnen Ares, nicht? Den Gott des Krieges. Diese Episoden hängen zusammen, haben eine innere Logik und kennzeichnen dann ebenso eine Göttergestalt. Jetzt bin ich auf einer anderen Ebene. Jetzt können wir alle hier ruhig sitzen bleiben. Nicht auf der magischen Ebene müsste ich jetzt sagen, meine Damen und Herren, bitte stehen Sie alle auf, räumen Sie die Stühle nach hinten und stellen Sie sich in den Raum. Dann machen wir eine Bewegungsübung. In der mythischen Ebene können Sie alle sitzen bleiben, das hat schon mal einen Vorteil. Und wir erzählen uns etwas. Entweder indem ich jetzt etwas erzähle und deute, bei einer kleineren Gruppe, Selbsterfahrungsgruppe, könnte man auch sagen, wer von Ihnen möchte denn eine Geschichte erzählen? Eine Geschichte, die ihn persönlich besonders beeindruckt. Und dann könnte man nicht über diese Geschichte sich unterhalten. Vielleicht darf ich ein Beispiel bringen aus einer therapeutischen Situation. Das war eine Selbsterfahrungsgruppe. Da ging es um therapeutische Arbeit mit Märchen. Und wir hatten in dieser kleinen Gruppe ein Märchen. Wir wollten ein Märchen erzählen, gemeinsam besprechen und auch ein Bild über das Märchen malen. Und irgendwie, die waren alle sehr, keiner wollte so recht aus sich rausgehen. Schließlich meldete sich so eine taffe junge Frau, nicht, und sagte, ich mach das, mein Märchen, ist mir gerade eingefallen, war immer Rumpelstilzchen. Dann haben alle Rumpelstilzchen gemalt und sie malte und malte und malte. Und zum Schluss sah sie das Bild an, war völlig entsetzt. Da war ein riesiges Feuer im Wald und ein kleines Männchen, das darum herumtanzte. Und wo man das Gefühl hat, es wird demnächst in das Feuer hineingesogen und verbrannt. Sie hat die ganze 2 Stunden kein Wort mehr gesagt und rief am nächsten Morgen an, ob ich einen Therapieplatz frei habe. Das war das Ende der Geschichte. Das heißt, sie hat gemerkt, also sie hat gar nicht gewusst, dass das so wichtig für sie ist. Und dann hat sie das noch in diesem Bild versinnbildlicht. Und plötzlich wurde ihr klar, dieses Feuer, diese Aggression, das bin ich, das habe ich in mir, das ist meine Geschichte. Deshalb ist mit meinem Freund und mit meinem Chef und mit meinen Nachbarn und so weiter. Deswegen brennt es immer überall in meinem Leben. Brennt ja auch auf dem Bild, das ich gezeichnet habe. Und das hat sie doch sehr erschüttert und dann aber doch gleich zu einer richtigen Konsequenz gebracht. Das ist oft so, wenn einem spontan eine Geschichte einfällt, gerade wenn sie einem im Sinn der freien Assoziation spontan einfällt, dass sie eben nicht willkürlich ist, nicht irgendeine, nicht, sondern plötzlich muss ich feststellen, obwohl ich dieses Märchen schon lange kenne, in diesem Kontext nicht, hat es plötzlich einen Erkenntniswert. Und wir haben jetzt ein Bild gezeichnet und eine Geschichte, die erzählt wird. Da sind wir also im Bereich des Epos angelangt. In mythischen Kulturen geht es um Symbole, um Bilder und um Geschichten. Es ist eine nächste kulturspezifische Entwicklungsebene, auf die Menschen oder eben Kulturen kommen können. Und in der griechischen Kultur lief das so, dass die offenbar so begeistert und davon waren und so fähig, das zu handhaben, dass sie den differenziertesten Symbolkosmos, kann man sagen, geschaffen haben, den eine Kultur je hervorgebracht hat. In diesem Zeitraum von 800 vor Christus, da ist jedenfalls, hat Homer mit dem Niederschreiben aufbegangen. Die Erzähltradition, die mündlich, hat wahrscheinlich
mindestens 1200 vor Christus angefangen, kam dann etwa 200 vor Christus, auch mit der Eroberung durch die Römer, irgendwann zum Erliegen. Es gibt Menschen, die einen besonderen Zugang haben zu Symbolen und Bildern und Geschichten. Das sind dann entweder Schriftsteller zum Beispiel, die haben dieses Medium, um sich ausdrücken zu können, oder es sind Leser, die haben ebenfalls dieses Medium. Sie schreiben zwar nicht selber, aber sie fühlen sich von Geschichten angesprochen. Und dann kann es einen dritten Sprung geben. Gebser sagt immer, lass mal hier rein, hier gibt es so Evolutionssprünge, die nennt er auch Mutationen. Also er entlehnt den Begriff nicht aus der Genetik oder aus der Evolutionstheorie, er meint natürlich dann Kulturmutationen. Kulturen können also auch Sprünge machen und plötzlich auf ein anderes Niveau gehen. Und im Sinne Gebsers gibt es eigentlich nur eine Kultur, die im vollen Umfang des Wortes eine mentale Kultur geworden ist, das ist die abendländische Kultur ab der Aufklärung. Eine mentale Kultur arbeitet mit Begriffen, mit Definitionen, mit wissenschaftlichen Modellen. Eine mentale Kultur erforscht Naturgesetze und beschreibt sie und gebraucht sie. Also, eine mentale Kultur würde jetzt etwa eine Formel aufschreiben, die berühmte von Einstein, die Äquivalenz von Masse und Energie. Das ist jetzt weder magisch, es bewegt sich niemand und es reißt wahrscheinlich auch niemand vom Sitz, nicht? Es sei denn, der es gerade entdeckt hat, vielleicht vor Begeisterung. Es ist auch kein Bild, es ist eine völlig abstrakte Buchstabenkombination, Buchstaben- und Zahlenkombination, und nur derjenige, der eigentlich etwas Mathematik beherrscht, nicht, könnte damit etwas anfangen, wobei es noch relativ einfach ist. Im Prinzip haben wir mit Galilei, Kopernikus, Kepler und ihren Nachfolgern eine erste Generation von Wissenschaftlern, die ihre Erkenntnisse nicht mehr in Mythen niederlegen, sondern in Begriffen, in definierten Begriffen, also in Definitionen. Und man darf nicht übersehen, der gigantische technische Fortschritt der abendländischen Kultur resultiert eigentlich aus der Mathematisierung. Dass es Dampfmaschinen gibt, haben schon die alten Chinesen gewusst. Dass es Schießpulver gibt auch. Dass man mit Wärme eben zum Beispiel Dampf erzeugen kann. Das wussten die Ägypter, die Chinesen, alle. Aber sie haben nicht wirklich eine Dampfmaschine bauen können, die funktioniert. Dazu muss man nämlich die Gesetze der Thermodynamik beherrschen. Das sind mindestens 4 Gesetze. Dazu muss man 4 Differentialgleichungen aufstellen können und muss wissen, was sie bedeuten. Sonst kann man nicht wirklich eine Dampfmaschine funktionierend auf Dauer bauen. Oder dass es elektrische Phänomene gibt. Damit haben schon die Griechen rumgespielt. Nicht? So ein Stein oder ein Metall magnetisiert und dann stehen die Haare zu Berge, wenn man das hinhält. Aber ein Land elektrifizieren, so dass der Projektor funktioniert, nicht? Und das Mikrofon, dazu braucht man eben dann die Elektrodynamik. Das ist erst Maxwell gewesen um 1850 herum. Das waren wiederum 4 Gleichungen, 4 mathematische Gleichungen. Die sehen sogar noch symmetrisch aus, sodass die Mathematiker und Physiker damals davor standen und sagten, hat ein Gott diese Formeln geschrieben? Ja? Antwort, nicht unbedingt, das waren schon die Menschen. Allerdings könnte man wieder sagen, der Logos wirkte in den Wissenschaftlern, ne? Und hat sie das finden lassen und hat sie auch eine Sprache entwickeln lassen, eine mathematische Sprache und einen mathematischen Formalismus. Man muss ja jetzt sich einigen, wie sehen Formeln aus. Und erst wenn man diese Mathematisierung hat, dann kann man zum Beispiel ein Land elektrifizieren. Und dann weiß man, wie das funktioniert und kann es in Technik umsetzen. Es genügt nicht, mit dem Phänomen herumzuspielen, nicht, wenn ich so sagen darf. Man muss es in einer neuen, gültigen Form beschreiben können. Diese Form ist heute überall dominant und verdrängt eigentlich das Mythische und Magische als unwissenschaftlich, denn mythische Zusammenhänge und magische Zusammenhänge lassen sich nicht mathematisieren. Das ist wahrscheinlich keine sinnvolle Idee,
die griechische Mythologie mathematisch darstellen zu wollen. Nicht? Die hat ein anderes Wesen und das, finde ich, kann man bei Gebser gut lernen. Es gibt drei Wesensarten, wie eine Kultur sein kann. Sie kann magisch sein, sie kann mythisch sein, sie kann mental sein. Möchte dafür plädieren, dass wir von vornherein nicht im Besser und Schlechter denken. Weil jede Kultur kann auf ihrer Ebene leben. Es stimmt natürlich, wenn wir unsere hochtechnisierte Kultur zum Maß aller Dinge machen, dann müssen wir mental denken. Da müssen wir auf die mentale Phase kommen, denn sonst können wir das nicht bewältigen. Und das ist, bitte nur ganz nebenbei, und das wäre jetzt ein riesiger eigener Komplex, ein ungeheures Kulturproblem, wahrscheinlich das, das diesem unglücklichen Begriff vom Kampf der Kulturen zugrunde liegt, dass unsere mentale Kultur durch die technische Überlegenheit, die aus der Mentalisierung entsteht, und aus der Mathematisierung, die anderen Kulturen, soweit sie magisch und mythisch sind, zwingt, diesen dritten Modus zu lernen und damit vielleicht aber zu einer Frühzeit, zu einer Unzeit, ihr eigenes Wesen zu verlassen. Vielleicht ist das der Grund, warum wir aggressiv wahrgenommen werden, selbst wenn wir gar nichts tun würden. Allein die Tatsache, dass wir Formeln aufstellen und die erfolgreich sind, übt einen Druck aus. Das ist dann unter Umständen ein Problem, mit dem können wir nur alle bewusst umgehen. Das lässt sich nicht verhindern. Wir können ja auch nicht aufhören, mentale Kultur zu sein. Und umgekehrt, die Segnungen der mentalen Kultur wollen dann ja auch alle haben. Und dann hat Gebser noch, das war ihm das zentrale philosophische Anliegen, den Begriff integral geschaffen. Das ist jetzt wirklich wichtig, sich damit noch auseinanderzusetzen. Er sagt, wir stehen jetzt, und er hat markiert das Jahr 1900 als Übergangsjahr, in einem erneuten Kultursprung, nämlich zu einer integralen Kultur. Nach Gebsers Auffassung bringt die integrale Kultur jetzt nicht etwas inhaltlich Neues, sondern die Verbindung aller drei gültigen Weisen, das menschliche Dasein zum Ausdruck zu bringen, die magische, die mythische und die mentale. Er sagt aber, als Ganzheit wird das etwas Neues ergeben, nämlich eine ganzheitliche Darstellung, in der alle drei Aspekte enthalten sind, sich nicht gegenseitig bewerten, und dann eine Erfassungsweise von Wirklichkeit darstellen, nicht, die dann eben eine integrale Dimension hat. Das würde jetzt unseren Rahmen hier sprengen, aber bitte, Jean Gebser gibt sogar hier in der Nähe, in der Schweiz, glaube ich, in Schaffhausen, eine Jean Gebser Gesellschaft, die auch seine Bücher herausgibt und pflegt. Von Gebser können wir jetzt etwas unternehmen, lernen für uns, nämlich, das ist nicht nur die Geschichte einer Kulturentwicklung, es ist im Prinzip auch die Geschichte der individuellen Entwicklung des Menschen. Wir haben hier wieder mal die Phylogenese, wie man sagt, und die Ontogenese auf einer Ebene. Auch Kinder fangen magisch an. Sie sind zunächst Körperwesen und krabbeln und bewegen sich und fassen alles an. Und irgendwann, im dritten, vierten Lebensjahr, fangen sie an, Geschichten faszinierend zu finden. Dann können sie ganz ruhig sitzen und einem Märchen zuhören. Ich finde das immer bemerkenswert, wenn Kinder, die eigentlich, wenn sie alleingelassen sind, sich vollkommen motorisch im Raum herumbewegen, alles anfassen, vielleicht durcheinanderbringen, kaputt machen, wie auch immer, plötzlich können sie ganz ruhig sitzen und atemlos zuhören. Unglücklicherweise geschieht das heute vorwiegend beim Fernsehen. Ich habe das immer wieder mal studieren können, zum Beispiel wenn ein paar Jahren hatte ich eine Putzfrau, die hat immer zwei kleine Kinder mitgebracht. Eine Stunde haben die das noch so ausgehalten mit Rumlaufen. Und dann fingen die halt an, immer unruhiger zu werden. Und dann steckte sie einfach eine mitgebrachte Kassette in den Rekorder. Und der Fernseher sprang an und die saßen. Und rührten sich nicht mehr eine Stunde lang. Ich bin dabei gestanden, habe das angeschaut und dachte, faszinierend. Ne? Also, was passiert da? Ohne dieses Medium könnte man sie nur mit purer Gewalt, man müsste die festbinden. Ne? Also, und dann würden sie schreien, toben, weinen. Dann würde man noch als Sadist dastehen. Ne? Es gibt ein einfaches Mittel, ein Video. Mit allen Vor- und Nachteilen natürlich, die das hat. Aber was wir daran schon zur Kenntnis nehmen müssen, und bitte nicht nur negativ, ist, es gibt ein Medium, das hat so eine Faszinationskraft. Was war dann auf dem Video drauf? So Zeichentrickfilme.
von irgendeinem Hasen, der mit einem Maulwurf zusammen irgendwelche Abenteuer erlebt hat. Nee, also keineswegs besonders dramatisch, aber natürlich ist es ja immer aus den Märchengeschichten letztlich abgekupfert und damit doch etwas Archetypisches. Und es fasziniert die Kinder eben. Und sie können eine Stunde still sitzen. Das ist also die Macht sozusagen, nicht, die das Mythische hat. Und vielleicht kann auch irgendwann in der Schule, das ist das, worauf die Lehrer vielleicht immer hoffen, nicht bei einem Jugendlichen oder einer Jugendlichen etwas anspringen, dass man irgendwas Wissenschaftliches faszinierend findet. Ne? Dass man plötzlich liest jemand im Gymnasium, was weiß ich, irgendein Physikbuch oder so, etwas freiwillig, nicht? Oder hört interessiert zu und findet das spannend. Kommt vor. Sonst würde niemand Physiker werden, nicht? Freiwillig. Also auch die individuelle Entwicklung durchläuft diese Phasen. In unserer Kultur müssen wir die sogar durchlaufen. Wir fangen ja immer mit der magischen Phase an. Und an der mythischen kommen wir insofern nicht vorbei, selbst wenn Märchen und Mythen ausfallen sollten, weil es Literatur gibt. Und weil die Schule auch wiederum Literatur vermittelt. Ne? Im Deutschunterricht gehört eben ein bestimmter Literaturkonsum, wenn ich so sagen darf, ein bestimmter Konsum von Geschichten gehört eben einfach dazu. Und das Lesen dieser Geschichten. Naja, und das Mentale, selbst wenn man nur den Quali macht, nicht, muss man sich mit Mathematik rumquälen, mit bestimmten Formeln oder bestimmten Begrifflichkeiten. Jetzt kann man sogar bei uns modernen Menschen fragen, die Frage können Sie sich vielleicht dann heute Abend noch persönlich durch den Kopf gehen lassen. Wenn wir alle diese drei Entwicklungsphasen durchlaufen haben, dann könnte es Menschen geben, die in der magischen Phase die prägendsten Erfahrungen gemacht haben, solche, die in der mythischen Phase die prägendsten Erfahrungen gemacht haben und solche, die in der mentalen Phase die prägendsten Erfahrungen gemacht haben. Zwar haben wir dann alle drei Ebenen durchlaufen und kennen sie, lieben aber eine Ebene ganz besonders. Es gibt einen einfachen Test, das herauszufinden. Ab und zu müssen Sie in der Stadt von einem Punkt A zu einem Punkt B. Da gibt es tatsächlich drei verschiedene Möglichkeiten und ich kenne alle drei Menschentypen. Kannte eine Kollegin, wenn die in einer fremden Stadt war und da spazieren gegangen ist und sich dann eigentlich verlaufen hatte, und sie wusste nicht mehr, wie der Weg zum Hotel ist, hat vielleicht sogar den Namen vergessen, wie auch immer, dann machte die etwas ganz Bestimmtes. Das hat sie mir so beschrieben. Sie stellte sich hin, schloss die Augen, hörte auf ihren Körper und lief los. Und irgendwann stand sie vorm Hotel. Sie hat es mir so geschildert und sie sagt, so mache ich es immer und es funktioniert. Sie hatte übrigens noch einen Trick, aber ich weiß nicht, ob man den zur Nachahmung empfehlen kann. Sie sagte, ich kriege immer einen Parkplatz. Das ist natürlich faszinierend. Und wie macht sie das? Also sie fährt zu dem Ziel und dann ist da das Haus, wo sie parken muss. Und dann fährt sie durch die Straße und dann ist keiner frei. Und dann fährt sie so lang im Kreis und sie sagt, mit Sicherheit wird einer frei. Na? Und dann fahre ich durch die Straße und dann fahre ich noch die Straße und plötzlich ist da einer. Na? Es ist nicht so ganz meine Ebene, also kann ich das nur zur Kenntnis nehmen und nachvollziehen, aber ich glaube ihr, dass sie das macht. Und dann gibt es die mythischen Menschen, wo ich mich jetzt mehr wiederfinden würde. Ich merke mir Bilder. Wenn man mich fragt, wie ist jetzt die Straße, wo du hin musst? Dann muss ich manchmal nachdenken, wie war jetzt die Straße? Mensch, ich bin da schon 10-mal hingefahren. Die Straße hieß, die hieß. Also du fährst die große Straße entlang und dort, wo das große rote Haus am Eck ist mit dem großen grünen Baum, dort fährst du rechts rein und das gelbe Haus links. Das wäre meine Art und Weise, das zu beschreiben. Mancher findet dann hin, mancher nicht. Also ich merke mir tatsächlich Bilder, Fahrtstrecken, nicht? Ich speichere die visuell ab, ohne dass ich was mache. Und wenn ich in den Stadtplan schaue, dann muss ich mich konzentrieren. Dann muss ich den aufbreiten und einnorden. Und da muss ich die Straßen lesen und irgendwie muss ich das dann innerlich für mich in Bilder übersetzen. Sonst bin ich nicht hin. Also, das heißt also, meine natürliche Weise der Orientierung ist, dass ich die Umgebung bildhaft wahrnehme und bildhaft abspeichere. Und dann gibt es tatsächlich den mentalen oder abstrakten Typus, ne, der sagt,
was weiß ich, Meierstraße, rechts in die Bauerstraße, links in die Müllerstraße und dann bist du bereits nicht vor der Nummer 17. Und er hat den Stadtplan im Kopf, der könnte ihn zeichnen. Die Typen gibt es auch. Die denken abstrakt. Die merken sich wirklich Stadtpläne, ne? Und Landschaftskarten. Punkt 1, man kommt in allen drei Weisen hin. Das ist das Tröstliche. Es ist keine besser als die andere. Es ist auch vielleicht gar nicht schlecht, die eigene Art und Weise der Orientierung zu kennen. Worin, wie orientiere ich mich? Mehr an Bewegungen, mehr an Bildern oder mehr an Abstraktionen. Vielleicht gibt es sogar auch Menschen, die alles drei gleich gut können. Das ist auch möglich. Meistens hat ein Mensch aber einen Schwerpunkt in einer der drei Phasen. So wie Kulturen nicht auch Schwerpunkte haben können. Jetzt könnte man sagen, mache eine kleine Zeichnung. Also wenn wir so einen Kreis zeichnen, ich sage es gleich nochmal mit Mikrofon, dann könnten wir verschiedene Anteile zeichnen. Den magischen Anteil, den mythischen Anteil, den mentalen Anteil. Diese Anteile können also unterschiedlich groß sein. Jeder Mensch hätte aber alle drei Anteile, die sozusagen eine Ganzheit bilden. Und wenn ich aus diesen drei eine Zusammenschau mache, dann, nach Gebser, würde eine neue ganzheitliche Betrachtungsform zustande kommen, die den Menschen dann neue Einsichten, ne, ganzheitliche Einsichten und Zusammenhänge ermöglichen würde. Also, was tun wir mit dem da? Ja, vielleicht entsteht dann hier innen eine Dynamik, ne, die dann eine neue Sichtweise oder Richtung vorgibt. Also vielleicht im Brennpunkt dieser drei Perspektiven entsteht eine neue Erkenntnisweise. Insofern kann man auch bei Patienten fragen, wie spreche ich einen Patienten an? Also ich habe zum Beispiel im Moment eine Therapie mit einem Professor, der im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich tätig war. Und ich habe bereits gemerkt, Bilder quittiert er höflich. Ha, interessant. Ha? Bewegung, das ist auch nicht seins, aber er ist hochkognitiv. Also muss ich ihn dort abholen. Ha? Ich muss ihm Dinge, also wenn ich Dinge wissenschaftlich beschreibe, so dass sie dem normalen Patienten mit Sicherheit bereits zu schwierig wären, ha? Dann ist er ganz fasziniert und hört zu. Und wenn ich es ihm trickreich gut genug beschreibe, das muss wissenschaftlich sein, das muss prägnant sein, das muss Hand und Fuß haben. Na? Kommt man manchmal vor wie ein Dozent eher in der Therapie, aber es erreicht ihn dann. Er denkt drüber nach und er kommt sogar in der nächsten Stunde und nimmt darauf Bezug. Na? Und hat das weiterverarbeitet. Es ist immer die Gefahr, dass es zu kognitiv wird, aber es nützt nichts. Ich muss ihn zunächst dort abholen, wo er etwas versteht. Ich kann ihn jetzt nicht mit Märchen und Mythen traktieren, die ihn nicht interessieren, die ihn nicht ansprechen, die keine Resonanz in ihm auslösen. Ich hatte mal einen anderen Patienten, der im verwaltungstechnischen Bereich tätig war, im ministeriellen Bereich. Der hatte unheimlich viel Zeit. Darf ich jetzt nicht sagen, warum und wieso. Und der las also sämtliche modernen Psychologiebücher während der Analyse. Und brachte dann immer ganz triumphierend ein, also, das stimmt nicht ganz so, wie Sie das gesagt haben. Kohut hat 1967 nämlich geschrieben, das. Und auch für ihn war es irgendwie wichtig. Als erstes habe ich ihn beneidet, woher die Zeit nahm. Der kannte zum Schluss Literatur besser als ich. Also, das hat ihn noch nicht geheilt. Das ist ja das Problem dabei. Aber es hat ihn tatsächlich in ein psychologisches Denken hineingebracht. Und da konnte man ihn dann abholen. An bestimmten Punkten konnte ich dann eben von der Abstraktion weggehen und sagen, okay, jetzt wenn Kohut recht hat, nicht, dann ringen Sie da um Ihren Selbstwert. Und wenn Sie um Ihren Selbstwert ringen, dann passiert es offenbar immer, dass früher oder später Ihre Frau sich zurückzieht, weil sie gekränkt ist. Was machen Sie denn da? Was passiert denn da? Und dann kann er da schon nicht mehr so ausweichen. Nicht? Dann muss er das anwenden, sozusagen auf die Lebenspraxis. Das ging dann auch.
Vielleicht scheitern Therapien manchmal auch daran, dass man nicht die Ebene trifft, die magische, mythische oder mentale Ebene, wo ein Patient seine Stärken hat. Und vielleicht scheitern sie aber auch manchmal daran, dass man sich auf diesen Ebenen fixiert. Dann kognizieren beide, ne? Und zum Schluss sind die Stunden vorbei. Und beide haben was über Wissenschaft gelernt, das ist ja in allen Ehren, nicht? Aber er hat meinetwegen immer noch die Kopfschmerzen oder immer noch die Depression. Man muss aber dann mit diesen Besonderheiten eines Menschen, mit diesen Spezifikationen eben richtig umgehen. Man muss ihn dort abholen, wo er steht, ohne sich dort fixieren zu lassen, ne? Und reduzieren zu lassen. Man müsste dann schon schauen, wie geht es in die Lebenswirklichkeit hinein. Ja. Kehren wir zurück zu Freud und Jung, die als Erste sich beschrieben haben, wie sich in diesen Bildern unsere unbewusste Wirklichkeit spiegeln kann. Jetzt brauchen wir ein Modell zur Ergänzung, das nicht von Geschichten und Bildern ausgeht, sondern ein wissenschaftliches Modell ist. Ich muss jetzt ganz kurz zeichnen, dann erläutere ich es gleich wieder hier. Oder ich versuche mal ganz laut zu sprechen, ich sage es aber dann trotzdem nochmal, für die, die es hinten vielleicht nicht hören. Aha, hören Sie mich von hier aus gut? Ja? Also gut, ich spreche mal so laut ich kann auch. Es ist das, was Freud topografisches Modell genannt hat. Das klingt schon sehr wissenschaftlich, nicht? Topografisches Modell. Um 1900 beschrieben. Geht doch wieder darüber. Das berühmte siebte Kapitel in Freuds Traumdeutung. Traumdeutung, das war ja das Jahrhundertwerk, nicht, das Freud geschrieben hat und mit dem die moderne Tiefenpsychologie begonnen hat. Und im siebten Kapitel formuliert zum ersten Mal jemand ein komplexes, stimmiges, psychologisches Modell über den Menschen, in dem bewusst und unbewusst vorkommt. Das ist tatsächlich etwas kulturell Bahnbrechendes gewesen. Vielleicht wollen Sie mal dieses siebte Kapitel daraufhin lesen. Nicht? Das ist wirklich zum ersten Mal, das haben auch die Griechen nicht gemacht, sie haben diesen Begriff nicht geprägt. Philosophen hatten ihn schon vorher, aber nur im philosophischen Sinn. Und da hat zum ersten Mal jemand nicht ein Modell gebracht, das sich dann in der therapeutischen Praxis bewähren konnte. Das ist dieses topografische Modell. Das ist eine Pyramide. Und da haben wir hier oben den Bereich Bewusstsein, darunter den Bereich Vorbewusst. Dann kommen die sogenannten Abwehrmechanismen. Und darunter kommt zunächst, ich bringe jetzt schon die Differenzierung von Jung, das persönliche Unbewusste, das familiäre Unbewusste und das kollektive Unbewusste. Oder, was Jung eben dann, und das ist der beste Begriff, archetypisches Unbewusstes nannte. So. Mit diesem Modell können wir jetzt dann die ganze Woche arbeiten, wenn wir unsere Mythen sozusagen wieder einordnen wollen in einen psychologischen Kontext. Wir können auch nur die Geschichten erzählen und uns die Götter versinnbildlichen, die auf diese Weise sozusagen in Erscheinung treten. Oder wir können es auf dieses mentale Modell beziehen. Das ist jetzt ein mentales Modell. Die Begriffe müssen erst definiert werden. Jemand, der sie nicht kennt, sagen sie nichts. Während wer die Herakles-Geschichte liest und die Sprache versteht, er nimmt die Bilder in sich auf und hat Resonanz. Das muss man nicht erklären. Geschichten, Mythen, Märchen sind eigentlich Selbsterklärer, ne, wenn man so will. Was ist hier gemeint? Bewusstsein, das ist natürlich der Bereich, wo ich über mich selber Auskunft geben kann. Wie alt ich bin, wie groß ich bin, welche politische Partei ich wähle, was für einen Beruf ich habe, etc. etc. Das Vorbewusste ist bereits nur mehr begrenzt willentlich zugänglich. Das Vorbewusste beinhaltet zum Beispiel mein Gedächtnis. Und es ist der Schrecken aller Menschen, die Prüfungen ablegen müssen, nicht? Dass man etwas weiß, in die Prüfung geht, alles vergessen hat, zum Prüfer nur sagen kann, ich weiß, dass ich es weiß, und dann wieder rausgeht und dann fällt es einem wieder ein. Das heißt, es ist ein bisschen drastisch geschildert, aber das gibt es durchaus.
Ich habe mal hier in einer Vorlesung in Lindau 4 Tage lang nach einem Namen gesucht, der mir nicht einfiel, weil ich ja frei spreche, assoziiere ich auch. Das war der Name Kreppelin, einer der frühen Forscher, nicht? Vor Freud. Und man sagte dann meistens, also wenn so ein Name nicht einfällt, lassen wir es mal, der kommt schon noch. Meistens kommt er nach 5 Minuten, wenn man sich entspannt. Und er kam nicht und kam nicht und kam nicht. Ich habe im Internet recherchiert, aber was gebe ich da ein? Der Münchner Professor Psychiatrie, 19. Jahrhundert, der wo mir nicht einfällt. Also zum Schluss habe ich es doch rausgefunden. Seitdem weiß ich übrigens, jetzt gehört er zum Kernbestandteil des Gedächtnisses irgendwie. Ich weiß genau, die Information ist hier drin. Und sie ist noch nicht total unbewusst. Und trotzdem, der Wille hat eigentlich wirklich freien Zugang nur zu diesem winzigen, kleinen Bereich Bewusstsein. Da oben. Das ist erschreckend, nicht? Eigentlich. Wenn man dann vor allem mit so vielen Therapieverfahren konfrontiert ist, die auf den Willen setzen. Ne? Selbst im Vorbewussten muss ich mich bereits vorsichtig bewegen. Ich kann nur sagen, bitte liebes Unbewusstes, lass mir den Namen einfallen. Oder ich muss mich entspannen und darf es nicht wichtig nehmen, darf mich nicht unter Stress setzen und dann kommt die Erinnerung meistens. Meistens kommt sie ja eben, wenn die Stressphase, die Prüfung vorbei ist. Da erleben wir bereits die Begrenztheit unseres Willens. Ich weiß, dass es da drin ist und ich kann es nicht erzwingen. Das ist gerade für den abendländischen Menschen schwierig. Nicht? Dann aber kommen die eigentlichen Abwehrmechanismen. Was darunter liegt, sind Inhalte, zum Beispiel des persönlichen Unbewussten, von denen ich nicht weiß, dass sie da sind, deshalb auch gar nicht mal wüsste, was ich suchen muss. Das findet man oft am Anfang einer Therapie, nicht, dass ein Patient sagt, ich kann eine Beziehung meinetwegen nicht länger als wenige Wochen aufrechterhalten, dann bekomme ich irgendwie Ängste und es wird mir zu nah. Und man fragt, warum? Wir wissen ja, das muss aus Erfahrungen kommen, das ist nicht angeboren, das ist keine Genetik. Es muss aus Beziehungserfahrungen kommen, der Patient zuckt die Schultern und sagt, bei mir war immer alles normal. Er erinnert es auch nicht anders, aber wir wissen, wahrscheinlich war es das nicht. Wahrscheinlich gibt es irgendein Trennungstrauma, ein Verlassenheitstrauma, eine Beziehungserfahrung, die abgespeichert ist und die diese Angst ausmacht. Er erlebt nur noch die Angst, also den Affekt sozusagen, aber ohne den Kontext. Ohne die Erfahrungen, aus denen es sie abgeleitet hat. Und sie sind vielleicht noch nicht mal als Erzählung präsent. In dem Fall hat etwas Macht über mich. Ich könnte es wieder nach außen projizieren und einen Gott dafür verantwortlich machen. Ne? Die Aphrodite meinetwegen im weitesten Sinn. Dann gibt es, also heute noch gerade schnell fertig werden damit, das familiäre Unbewusste, das hat Zondi formuliert, ein Analytiker in Zürich, ein Ungar. Der Begriff stammt von ihm, Zondi. Er hat diesen Zondi-Test begründet, wo man sich so nach Sympathie Bildchen raussuchen muss von Gesichtern von schwerkranken Menschen. Wird heute kaum noch angewandt. Familiäres Unbewusstes sind Dinge, die ich vielleicht nicht weiß, die aber typisch sind für die Familie, in der ich aufgewachsen bin. Zum Beispiel fällt einer Patientin erst im Laufe einer Therapie ein, dass ihre Großmutter regelmäßig einen Satz gesagt hat, der hieß, zur Ordnung der Dinge in der Familie, erst kommen die Kinder, und dann kommen die Kinder, und dann kommt lang nichts, und dann kommen die Männer. Und so hat sie sich verhalten. Was natürlich dann Probleme gab mit ihrem Mann, der das gar nicht so lustig fand. Also, das ist jetzt nicht eine Erfahrung von ihr. Sie hat keinen Grund gehabt, aus einer persönlichen Erfahrung, Verletzung, Traumatisierung heraus, einen solchen Satz zu entwickeln. Aber es ist ein Satz, der bereits über Generationen in dieser Familie existierte. Und der ist damit sowas wie eine übergeordnete Wahrheit. Und da muss man versuchen, sich davon sozusagen nicht zu lösen. Ingeborg Bachmann hat noch, um wieder bei Geschichten zu bleiben, eine schöne Geschichte geschrieben. Ein wilder Mut wählt immer die Wahrheit.
Die Familie Wildermuth, die gab es übrigens wirklich in Deutschland. Bachmann hat die nur als Erzählung als Anlass gewählt. Das ist eine Richterfamilie gewesen. Von Generation zu Generation zu Generation wurden die immer Richter. Und der Mythos der Familie war, ein Wildermuth wählt immer die Wahrheit. Sagt immer die Wahrheit. Radikal, immer, völlig, total. Die Geschichte ist sehr interessant. Zum Schluss nämlich passiert dann etwas, was ich aber jetzt nicht vorwegnehmen will, beim letzten Wildermuth, womit die Familientradition unterbrochen wird. Nicht? Ja, eine interessante Umsetzung. Das kollektive oder archetypische Unbewusste ist jetzt für uns natürlich der interessanteste Bereich. Das ist entweder ein Bereich, den eine ganze Kultur mit sich hat. Man könnte also das kollektive Unbewusste noch unterteilen in abendländisches kollektives Unbewusstes. Da wären jetzt all die griechischen Mythen und das drin und wahrscheinlich auch der germanisch-keltischen, die uns charakterisieren. Und man könnte auch ein kollektives Unbewusstes menschheitlich formulieren. Da wären dann sozusagen die Kernerfahrungen, die zum Menschheitlichen an sich gehören, drin. Also ganz sicher zum Beispiel die archetypischen Erfahrungen mit Liebe und Tod. Ne? Denn da kann ich geboren, gestorben sein, welcher Kultur ich immer will. Nicht? Mit diesen Dingen bin ich konfrontiert. Letzter Satz für heute. Die griechischen Götter, die im Olymp residieren, verlegt Jung in das kollektive Unbewusste. Dort dominieren sie auch. Dort haben sie eine bestimmte Intelligenz, eine bestimmte Wirkungsweise, einen bestimmten Informationsgehalt, stehen miteinander als Archetypen in Austausch, bilden ein archetypisches Motivationsnetz tief im Unbewussten, das eigentlich im Kern die Geschichten ausmacht, in die ich verstrickt bin. Und es ist wahrscheinlich egal, ob ich nach oben schaue zum Olymp und die griechischen Götter sehe oder nach unten schaue in das kollektive Unbewusste und meine eigenen Archetypen sehe. Und die Methode in unserer Vorlesung wird sein, dass wir beides tun. Wir schauen erst nach oben und dann nach unten und haben dann doppelte Erkenntnis. In diesem Sinn, noch schönen Abend und bis morgen.